Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier ein Schloss und ja, es ist ein Elektrosicherheitsschloss ist das. Und da ist eben halt irgendwie hier ein Fehler kaputt. Man merkt schon hier, das will nicht. Gut, das hat schon mal irgendjemand aufgemacht, also eigentlich soll man die nicht öffnen, denn dann verlieren die irgendwie ihren Schutz und dann ist es auch nachher nicht so lustig, wenn mal da was passiert an dem Schloss. Das heißt also, wenn ich denen das zurückschicke, müssen die das einmal nochmal überprüfen lassen. Das ist denen ihre Aufgabe. Ich werde denen das einfach reparieren. Jetzt müssen wir gleich gucken. Ich hoffe, dass das hier nicht gleich durch die Gegend fliegt. Denn das Problem eigentlich ist, wenn man solche Schlösser macht. Schrauben wir mal wieder in die Dose. Wenn man solche Schlösser macht, ist es so, dass wenn da mal was passiert und die kommen dann nachher nicht raus, dann hat derjenige das Problem, der dabei war. So, machen wir das mal auf. Also sieht das aus von innen. Werde ich gleich noch mal ein paar detaillierte Fotos machen. Das ist die Feder, die gebrochen ist. Die muss ich jetzt ersetzen. So, das ist nämlich hier so eine geteilte. Das kommt nämlich da oben wieder drauf. Dann kommt die Feder nochmal gleich hier hin und dann soll sie das da dementsprechend spannen. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie dick der Draht ist hier. Ja, 4, das kriegen wir hin. Gut, okay. Dann mache ich mich da gleich mal dran und dann wollen wir gleich mal schauen, wie das aussieht. Die neue Feder habe ich eingebaut und ja doch, das funktioniert. So. Der ist auch draußen. Und dann mal gucken, wenn ich jetzt hier wieder drücke, muss der wieder reingehen. Ja, macht er auch. Ja, kommt auch wieder raus. Und da geht er wieder rein. Okay, gut, das funktioniert alles. Ja, das war's von meiner Seite aus und dann freue ich mich schon wieder auf mein nächstes Projekt. Mal eben hier Lack drauf machen. Und dann müssen die anderen das nachher mal eben noch mal eben durchchecken lassen. Gut. Ja, da habe ich hier noch welche von, also 3 Stück. Die muss ich jetzt auch noch eben alle machen. Und dann geht das alles wieder zurück zum Kunden. Gut, das war es mal von meiner Seite aus und dann freue ich mich schon auf mein nächstes Projekt.